Gut. Ihr wisst, was das heißt. Wir haben hier einen Pfeiler sitzen, der eigentlich vielleicht auch gar nicht so hingesollt hat. Aber da jetzt nun mal da ist und wir dummerweise jetzt, und ihr wisst schon. Ah, Siliziumperle. Ich habe mir da mal angeguckt, wo man da sowas noch was finden kann. Sowas wollte ich ja eigentlich nicht machen, aber Siliziumperle unter Wasser, das ist einfach im Regelfall total scheiße zu finden. Ah, da wollte ich noch Aufzugsschiene bauen. Ja gut, es gibt jetzt gerade Wichtigeres, und zwar das Kettensäck. Die zu reparieren, da brauchen wir noch 13 Elektronik. Oh, leck mich Arsch. Gut. Das heißt, wir werden ihn hier brauchen müssen, denke ich mal. Ey, Udo, sag mal, wie sieht denn das da aus bei dir mit meinem Anzugsgedöns? Moment. Ja, ist eben Arbeit, tut mir leid. Machen wir noch ein bisschen Licht drauf. Gut, du bist voll aktiv. Das ist gut zu wissen. Okay. Weil, ja. Okay, mach die Flasche voll machen. Ich habe ein paar Eckchen, wo man Siliziumperlen angeblich gut findet, aber das ist eben alles tief unter Wasser. Und wie gesagt, sowas auf gut Glück finde, ist nicht so einfach. Das heißt, wir schnappen uns jetzt unseren Chat Lauri. Gut, Chat Lauri hätte man nachdenken können. So, mach ich. Da wir da auch noch nicht raus können, starten wir gerade hier. Und wir müssen nach. Nein, guck mal. So, das ist 59. Also es muss auch 2x59,4 stehen. Dauert ein bisschen. Gucken wir mal, was so geht. Wo man natürlich wieder darauf achten muss, ist Sprit, also Ausdauer. Deshalb würde ich sagen, wir steuern hier das Ding an. Hier haben wir doch unser erstes Schiff zerlegt. Eis. Bleibe nicht lang. Nein.
Hallo. Stopp, 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 stopp! Warte mal, langsam. Ist das da unten das, was ich denke, das ist? Ich würde mal ganz geschmeidig hier sein. Gut gemacht, mein Freund. Danke, ist jetzt El Udo Action angesagt. Das ist nur kaputt. Das war jetzt ungefähr dasselbe Damage, gell? Udo darf dann Heil versenken. Ja, die Pause-Taste. Ich habe da auch schon was in Arbeit. Sehr gut gemacht, mein Freund, wie immer. Sehr stolz auf dich. Einfach grandioser. El Udo. Wir haben was zu tun. Eine Aufgabe, die nur du lösen kannst. Scheiß doch mal. Wie, du stürzt dich jetzt ab. Ha, das war ja. Da vorne ein kleines Haifischlein, das machen wir aber nicht. Ja, Pico, machst du jetzt den Darmspitzel hier? Entschuldigung. Ja, da kann das Schlachtschiff haben wir noch was zu tun. Oh nein. Die sind natürlich sehr blöd.
jetzt gar nicht so dumm. Die haben schon gar keinen Bock. Udo. Hoppala. So schmächtig wie hier. El Udo, eine Klasse für sich. Gut, das ist nicht das, was ich gewollt habe. Ich sehe noch gar nichts. Vergessen, dass das Ding so mega Wendekreis hat. Geh abwärts, Udo. Ding. Ist noch auf Muscheln lange, ja. Dings, na ne. Gut, was lädt sich ja mal da mit uns an? Da habe ich eigentlich gar keinen Bock. Zerlegt mal alles.
ich bin jetzt hier gar nichts, das sieht ziemlich Perle aus. Runter. Was du? Schwarze Perle. Das ist ja schon mal geil. Aber jetzt nicht das, was wir gewollt haben. Die lassen wir aber trotzdem. Komm mal. So weit kommt's noch. Ich hab die doch angezogen, oder nicht? Gut, offensichtlich nicht. Das. Ich notiere mir dann nochmal schnell. Das ist 60-50. Okay, das ist ja schon mal cool. Das habe ich entdeckt, vielleicht. Was da gemacht, die Sache dann natürlich nicht besser.
Aber das, was ich suche, ist hier einfach nicht. Kann nicht sein. Okay, nachdem wir jetzt aufgetaucht sind, machen wir hier ein Folgenende und suchen dann morgen weiter. Gut, wir sehen uns.